So, hey Leute und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Potter, und ich fahre geradeaus in Richtung Sonnenuntergang. Willkommen zum, ich glaube, lass mich nicht lügen, dritten Moto-Corona-Vlog. Warte mal, der kommt am Mittwoch, heute ist Dienstag, ja, dritter Moto-Corona-Vlog. Ich muss mit Zahlen aufhören, das wird mich nur einholen, spätestens wenn ich nicht mehr weiß, bei welcher Zahl wir sind. Also bei welcher Folge wir sind. Ja, ich bin zurück. Ich warte immer noch darauf, dass es Kritiken gibt in den Kommentaren. Bis jetzt kommt immer nur geiles Video. Feier dich. Top-Qualität. Irgendwie sowas kommt immer. Ihr müsst Fehler finden. Ich will an Sachen arbeiten und nicht sagen, okay, gut, ist perfekt. Muss die nächsten 20 Jahre nichts ändern. Ja, ich habe heute mal die Auflösung geändert, also das Format des Videos. Bin runtergegangen auf 30 FPS, dafür 2136p, wie sagen wir mal 4K. Ist überhaupt 4K? Ja, ist 4K. Oder 2K? Ja, ich meine 4K. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, komm, 60 FPS braucht kein Mensch, solange ich nirgendwo einen Zeitraffer mache, eine Slow-Mo mache, wo ich das etwas beschleunigen könnte, ergibt es keinen Sinn, da 60 FPS zu fahren, zumindest nicht im Moto-Vlogging-Bereich. Bei Gaming kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Wenn man wirklich auf die letzten paar Bruchteile der Sekunde wartet. Aber, abgesoffen. Bei, Moto-Vlogging sehe ich halt einfach keinen ernsthaften Grund drin. Wenn das irgendwie anders sieht, schreibt es in die Kommentare, aber ich sehe da aktuell noch keinen Grund drin. Ja. Achso, du fährst geradeaus rüber. Okay, ich dachte, du wirst abbiegen und gibst einfach Gas. Ich hasse es ja wohl, dass mein Visier beschlägt. Ich hatte an meinem alten Helm hatte ich Pinlock Anti, keine Ahnung was, Anti-Beschlagsdings drauf. Das war an sich auch geil, aber als Brillenträger beschlägt ihr dann zwar nicht mehr das Visier, aber die Brille, die sagt dann meistens trotzdem noch so, ja, Luftfeuchte zu hoch, ich beschlag jetzt. Und das ist dann halt trotzdem scheiße, wenn das halt dann trotzdem beschlägt. Reifen noch nicht warm. Ja. Muss ich absolut mal Visier hoch machen, weil beim Vloggen an sich will ich nicht vorne Lüftungsschlitz aufhaben, weil ich halt trotzdem nur noch Angst habe, dass Windgeräusche reinkommen. Und sobald ich wieder fahre, ist das ja alles kein Thema mehr. War das jetzt gerade ein Blitzer? Oh, hi. Wo steht er denn? Da steht er. Fast geblitzt worden, das ist ein Titel wert. Bruder, wenn du das Video irgendwann mal siehst oder irgendwer den Fahrer da gerade kennt, schreib mir den Insta-Namen oder so auf in die Kommentare, falls irgendwer den Ehrenmann da gerade kennt, weil ich bin da safe durchgefahren. Das Problem ist nicht, dass ich dann von vorne geblitzt werde, das ist mir eigentlich relativ egal. Weil, mein Gott, juckt halt null so beim Motorrad. Solange er nur von vorne blitzt, ist mir das egal. Also klar, ich finde es schlecht, weil man fährt natürlich schneller, nicht schneller als soll. Aber, ganz ehrlich, ist halt kacke, wenn man geblitzt wird. Weil dann bin ich geflasht. Die Kamera muss sich immer so gefühlt
30 Jahre neu kalibrieren, weil die sich gefühlt, als wenn die gerade, keine Ahnung, einen Blitz gesehen hat. So, ja, ist halt kacke. Aber trotzdem, falls irgendwer den Ehrenmann erkennt oder das Video irgendwann so sehen würde, so, ey Bruder, du bist Ehrenmann. Er spart mir meine Augen. Ich hätte den Blitz halt absolut, ich hätte den Blitz halt absolut nicht gesehen. Ich hätte den halt wirklich nicht gesehen. Ehrenmann. Ehrenmann. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt hinfahre. Ich glaube, ich fahre einfach mal so eine große Runde durch die Grafschaft. Guck mal, was so abgeht, weil ich absolut nicht weiß, ob im Emsland Ausgangssperre ist. Und wenn ich dann im Emsland Ausgangssperre habe und dann durchs Emsland fahre eine Runde, ist das dann auch schon kacke, wenn ich dann angehalten werde und dann komisch angeguckt werde. Ja, zwar wahrscheinlich nicht mal schlimm, weil ich ja nicht aus dem Emsland komme, aber wäre halt trotzdem kacke. Der Stress wird das garantiert geben. Bleib mal in der Grafschaft, da bin ich safe. Da weiß ich, was abgeht. Oder in den meisten Fällen, was abgeht. Und dann ist alles gut. Alter, hier ist schon wieder Bauern, Glatteis und Flieg. Was ist das? Junge, Dreck. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Jetzt könnte ich einfach mal rechts abbiegen. Einfach nur mal da durchzufahren. Da gibt es so Kurven und so. Aber obwohl, warte. Ich will auf die eine Brücke. Ich will da ein Foto machen. Aber wie bin ich da nochmal hingekommen? Wie ging das nochmal? Ich musste hier. Weil da vorne ist der Kanal. Ich weiß ja ungefähr. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht Kanal. Ich werde gleich schon wieder von Leuten geschlagen, wenn ich sage, dass es Kanal ist. Ich weiß gar nicht, was für ein Fluss das ist. Keine Ahnung. Aber das wäre ein geiles Sonnenuntergangsbild. Aber da muss ich hier lang. Hauptsache da vorne ist eine Bushaltestelle. Hauptsache da vorne ist eine Bushaltestelle. Ja, ich glaube, ich hätte rechts gemusst. Na, ich hätte rechts gemusst. Und ich will auch nicht Schotter. Habt ihr dieses Quietschen gehört? Das ist Musik in meinen Ohren. Dieses Quietschen. Und eigentlich eher, ja gut, beim Anfang ist das recht unwahrscheinlich. Dieses Quietschen heißt, dass Reifenabrieb entsteht. Das Quietschen heißt, dass meine Reifen warm sind. Weil wenn sie kalt wären, würde es nicht quietschen, dann würde es einfach nur schleifen. Oder was heißt warm? Sie sind warm genug, damit das Gummi nicht hart ist. Muss ich hier rein? Warte mal, wie war das nochmal? Die Suche nach dem Fluss. Nach der Brücke mit der Ölpipeline-Überführung. So, wie lange willst du noch auf meiner Fahrbahn fahren? Juckt ihn aber gar nicht. Rentner sind unsterblich. Nachher war das gar kein Rentner und er schreibt mir eben für, oh, das ist mein Opa. Ich weiß gar nicht, ist hier 100? Obwohl die Straße ist geil. Rechts vor links und so ist da. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden, glaube ich. Das ist schon mal die eine Pipeline, die ich haben wollte. Habe ich hier vorne eine Brücke. Kurze Hose, Bruder, dir ist warm, oder? Ne, das sieht. Warte mal. Ah, doch, der Sonnenuntergang ist sexy. Ich blende mal kurz das Video, blende euch kurz das Bild ein und dann fahre ich weiter. So, Video wurde eingeblendet, Bild wurde eingeblendet wahrscheinlich.
Yay, da muss ich das gleich erst durch Lightroom jagen. Ich schätze, es ist schön geworden. Ich gucke mir meistens, gucke ich nur auf Display, so ungefähr wie das Bild ist. Sag dann so, okay, gut, das könnte geil werden. Und dann mache ich so, keine Ahnung, so eine Woche 100 Bilder. Und 3 davon kommen auf Instagram maximal. Ja. Fotografieren ist was Schönes. Macht mir halt wirklich extrem Spaß. Genauso wie Motorradfahren. Und Videoschnitt macht halt auch brutal viel Spaß. Wer hätte einer über die Kreuzung gefickt, wäre ich so gefickt gewesen. Wie Alfie sagen würde, ich wäre auseinandergenommen worden, als wenn ich Lego wäre. Das nehme ich ihm jetzt absolut nicht übel, weil das wäre so gewesen. Das ist das, was ich denke, auch, oder was ich gedacht habe, auch bevor sowas mal auf YouTube angekommen ist, wenn Leute einfach so über die Straße laufen, ohne auf die Straße zu gucken. Und das sehe ich sehr oft. Und ich finde es sehr oft sehr scheiße. Leute, wenn ihr über die Straße lauft und nicht nach links und rechts guckt, seid ihr behindert im Kopf? Seid ihr behindert im Kopf? Ich frage euch das wirklich, seid ihr behindert? Ja. Ich hoffe, ihr seid immer noch gesund. Das ist eigentlich sogar sehr wichtig, dass ihr immer noch gesund seid. Wenn ihr krank seid, dann seid ihr nicht gesund. Genius. Genius. Hier darf man nicht durchfahren. Ich könnte das auch einfach in Parts unterteilen. Habe ich eigentlich aber gerade eigentlich recht wenig Lust drauf. Ich beende das Video an dieser Stelle trotzdem mal. Nehme dann wahrscheinlich noch ein zweites auf oder ein drittes. Je nachdem, wie weit es mich heute noch trägt. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann, euer Potter. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste aktuell. Bleibt zu Hause. Haltet euch an den ganzen Kram, die die Regierung empfiehlt. Weil das ist echt nicht dumm. Und aktiviert die Glocke, das ist auch wichtig. Das ist mir persönlich wichtig. Macht's gut, bis dann, euer Potter. Ciao.